Also ich bin im Prinzip vor mehr als 2 Wochen umgezogen. Einmal die Woche komme ich dann hier hin, um zum Beispiel Wäsche zu waschen oder weiß ich nicht, sonstige Erledigungen, um meine Eltern zu besuchen. Ist ungefähr 1 Stunde mit dem Fahrrad bis hierhin, 20 Kilometer. Und ja, wollte so ein kleines Update geben. Ich habe die letzten Wochen kein Internet gehabt, beziehungsweise bewusst auch nicht eingerichtet, weil ich mal Abstand halten wollte, komplett vom Internet, und es war auch sehr gut. Und in der ersten Zeit habe ich, dadurch, wo ich umgezogen bin, auch öfters gekocht wieder. Habe dann aber nach dem oder beim dritten Mal gemerkt, dass ich dann kein Bedürfnis mehr nach Stärke hatte. Dann habe ich mir einfach so einen Gemüseauflauf gemacht mit Nusskäse, salzfrei auch komplett. Also eigentlich nur Gemüse, Nusskäse und ja, Kräuter, Gewürze. Und danach habe ich dann gemerkt, dass ich auch darauf keine Lust mehr habe. Dann hat mir dann einfach Gemüse gedünstet, Brokkoli und Zucchini. Das finde ich so am leckersten momentan auch an gedünsteten Gemüse. Und dann ist mir auch auf den Senkel gegangen, weil ich auch gemerkt habe, dass ja sogar also rohe, frisch gepresste Säfte ein Gift darstellen. Nur halt, also der Unterschied zwischen gekochter oder gekochten Dingen, ich will einfach dieses Wort Nahrung vermeiden, weil es irreführend ist. Also Unterschied zwischen gekochten Dingen ist einfach nur, dass keine Darmschlacken hinterlassen werden und dass das Gift halt nicht so übel stark ist. Aber man merkt auch ab einem gewissen Grad, sobald man einen Schluck rohen, frischen Saft zu sich nimmt, sofort erhöht sich die Herzfrequenz rapide. Der Körper merkt sofort, aha, da kommt neues Zeug, das will ich loswerden. Also die Definition von Gift ist ja im Prinzip nur, dass es ein Fremdstoff ist, was der Körper loswerden will. Und das ist alles, weil eigentlich nichts in den Körper reingehört. Weil wir nicht vom Essen leben, das ist unmöglich. Und der Körper merkt es sofort, wird sofort in Alarmbereitschaft gestellt. Und je reiner man ist, desto schneller geschieht das und desto eher merkt man das auch. Und ja, man merkt es einfach sofort, nicht nur die sehr schnell sich erhöhende Herzfrequenz. Und das hat mir dann wieder gezeigt, dass das, boah, das ist so krass, wenn das schon so ein Gift ist, was ich so stark merke, also schon Fruchtsaft, Wasser sowieso, ist sowieso Gift, dann ja, dann möchte ich wieder sehr gerne auf gekochte Nahrung verzichten. Und ich habe auch nicht wirklich einen Drang danach. Es ist dann wirklich, wenn dann nur, ja, das ist eher so manchmal der Drang, seine Disziplin fallen zu lassen. Oder wie kann man es anders ausdrücken? Also ich habe nicht wirklich das Bedürfnis danach. Es ist die gleiche Sache, wie viele Leute das Bedürfnis danach haben, sich abends auszunocken. Und ja, ich brauche es eigentlich nicht wirklich, weil ich die Hungerkrankheit nicht habe in dem Sinne. Und deswegen, also das ist nicht die Motivation oder der Rang dazu, sondern einfach um ja, sich gehen zu lassen. Um nicht ständig 24/7 ja so eine krasse Selbstverantwortung haben, dass man immer von sich selber halt lebt. Und immer so krass bewusst ist und immer voll da ist, so viel Energie, so viel Eingebung hat, dass man sich einfach mal einlullt sozusagen. Das ist so der Drang. Aber da ich gemerkt habe, dass sogar rohe Säfte ein Gift darstellen und bei gekochter Nahrung, also eine gedünstete Zucchini habe ich dann nochmal gegessen und sofort sind bei mir überall die Adern rausgekommen. Das ist halt Entgiftung, das dann der Stoffwechsel, das, was man als Stoffwechsel bezeichnet, was zu weit über 90% einfach nur Entgiftung ist. Also es werden Stoffe nach draußen transportiert. Das ist beim Stoffwechsel der Löwenanteil. Und ja, sofort kommen die Adern raus, sofort merke ich die Stimulation. Die Stimulation ist die
gleiche oder dieselbe Stimulation wie bei Kaffee, halt nur nicht so stark. Das heißt, der Körper wird einfach nur in Alarmbereitschaft gestellt, weil ein Gift da ist. Und Kaffee ist einfach ein sehr, sehr starkes Gift, was aber keine Darmschlacken hinterlässt, weil es halt keine festen Stoffe beinhaltet, den Darm aber trotzdem angreift, durch die Gerbstoffe allein schon und durch die Säuren, also deswegen auch schleimbildend ist, nur halt nicht so stark wie Stärke jetzt zum Beispiel. Und ich merke auch sofort, wie ja, wie der Körper Wasser einlagert, als ich die gedünstete Zucchini gegessen habe. Und habe dann auch am nächsten Tag, als ich das wieder entgiftet habe, habe ich also wieder eine stärkere Entgiftung gehabt am nächsten Morgen. Und habe dann auch verstärkt Wasser ausgeschieden. Es hat nicht gerochen, weil so eine Zucchini hat ja jetzt keine Stoffe, die unbedingt riechen oder stark riechen würden, aber es kam dann halt Wasser raus. Also über die Schweißporen. Ja. Und das ist einfach so krass, da habe ich mir dann wieder gedacht, nee, gekochte Nahrung AD, ich brauche es ja nicht wirklich und ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit roher Nahrung und es schmeckt mir auch sehr gut, tut mir einfach sehr gut. Und das andere ist einfach nur, dass man halt so die, es geht im Prinzip immer um Ordnung, dass man selber, ja, dass man selber sich aufrecht erhält, so einen Fokus hat, Ordnung im weitesten Sinne vielleicht. Also bei mir persönlich ist das Wort Ordnung und auch das Wort Disziplin extrem negativ besetzt aus der Kindheit heraus. Aber das wäre ein anderes Thema. Aber ich meine, dass man kann auch im Prinzip Liebe dafür verwenden, alternativ, dass man halt was tut. Man könnte auch sagen, was tut, was Lichtnahrung erzeugt, aber was tut, was man liebt. Und ja, und genau, man kann diese Ordnung, die ich eigentlich meine, als Selbstliebe eigentlich bezeichnen, dass man das aufrechterhält. Aber ich meine jetzt nicht, dass, also viele benutzen das Wort Selbstliebe jetzt auch im Sinne von sich was Gutes tun. Das meine ich jetzt eigentlich nicht. Oder was man damit auch assoziiert, sondern obwohl eine Assoziation ist eigentlich schon, dass man halt Rohkost zu sich nimmt oder halt nichts gekocht ist. Das ist ja eine Form von Selbstliebe. Was anderes ist es nicht. Und ja, ich kann das nicht genau beschreiben, dass man halt, ich kann eigentlich nur Disziplin jetzt verwenden als Wort, weil das kann man am besten verstehen, das ist dann nicht so abstrakt, sage ich mal, nicht so ganz abstrakt, dass man halt aber halt nicht dieses negativ besetzte, du musst irgendwas tun und sowas. Das meine ich halt überhaupt nicht. Sondern es ist einfach ein Herzenswunsch oder was man tun möchte und will. Einen Weg, den man beschreiten will. Und dass man das wirklich aufrechterhält mit halt einem klaren Ziel vor den Augen. Und ja, diese gekochte Nahrung ist für mich halt so ein Mittel, um ja mal abzuschalten. Und das möchte ich eigentlich nicht mehr. Also ich kann, also wenn man halt gereinigt ist, dann ist im Prinzip die Rohkost dasselbe wie für einen verunreinigten Körper die Kochkost. Das heißt, wenn man halt deutlich gereinigter ist, dann kann man auch sehr, sehr gut abschalten durch rohe Nahrung. Man muss halt nur einmal halt da durchgehen und das versuchen aufrechtzuerhalten, damit das halt funktionieren kann. Das ist dann zum Beispiel so, dass mich dann eine ganze Ananas, wenn ich die esse, da bin ich dann schon mal von eingeschlafen, weil mich das so sehr gut beruhigt hat. Ja, und als ich dann halt, oder nachdem ich die Zucchini wieder entgiftet hat und so weiter, ist es dann so gekommen, dass ich 5 Stunden halt nichts gegessen, nichts getrunken habe, also keinen Frühstücksplan, dann Saft getrunken habe, obwohl ich den nicht wirklich brauchte. Ich hatte einfach nur Lust, was zu mir zu nehmen. War aber vorher im Garten. Hab frische Luft geschnappt, mich bewegt, hat mir extrem gut getan, habe auch wieder gemerkt, wie krass stark die Luft einfach nährt. Ich bin nach draußen gegangen, direkt zack, viel bessere Laune, viel mehr Energie, also in einem Bruchteil einer Sekunde, das ist einfach sofort.
Und Sonne war dann auch noch da, habe ich mich auch ein bisschen besonnen. Das gibt halt auch sehr gut Energie. Und ja, dann habe ich einen Saft getrunken. Und ja, der hat mir nicht wirklich was gebracht, aber psychologisch hat er mir halt ein bisschen was gebracht. Hätte ich aber auch sein lassen können. Ich hatte halt einfach nur Angst, dass ich zu schnell entgifte, weil ich jetzt dann wieder alles komplett weglasse. Und ich wollte halt nicht komplett wieder Trockenfasten machen, während ich die letzten 6 Wochen circa wieder gekocht habe, relativ regelmäßig. Ja, und dann 4, 5 Stunden später circa habe ich dann gedacht, ja, könnte ich was zu mir nehmen, was mich erdet oder was mich halt runterholt, weil ich auch leicht Muskelkater vom Training am Vortag gespürt habe. Also ich habe jetzt wieder angefangen, Krafttraining und auch Ausdauersport zu machen. Und dass ich einen leichten Muskelkater habe, hat mir auch gezeigt, dass ich halt noch ordentlich Gift im Körper habe. Sonst existiert kein Muskelkater. Und ja, ich hätte auch da nicht wirklich was gebraucht, hätte auch Lust gehabt, weiter zu entgiften, aber ich wollte trotzdem nicht so schnell entgiften und das Ganze relativ dauerhaft gestalten und auch hatte auch wieder einfach Lust, was zu essen, auch wenn ich nicht wirklich gebraucht hätte. Und habe dann einfach ein Drittel Weißkohl gegessen mit Sellerie. Ich hätte mir auch einen Salat daraus anmachen können, hatte aber nicht mehr genug Zutaten. Hat aber wirklich extrem gut geschmeckt, muss ich sagen. Mich erinnert Weißkohl immer an Ei irgendwie. Keine Ahnung warum. Und die Geschmacksnerven, die sind halt irgendwann so sensibel, dass ja, dass die Geschmack, also dass der Geschmack halt viel intensiver ist von solchen Dingen. Und dass man halt wiederum Sachen, die sehr intensiv schmecken, wie zum Beispiel gekochtes mit Salz und so weiter, gar nicht mehr essen kann, weil die zu stark sind. Und dann später, ein paar Stunden später, habe ich das halbe Haus geputzt, gefegt, Quatsch, gefegt und gewischt, aufgeräumt, sauber gemacht und so weiter. Und da bin ich mit dem Fahrrad los. Und bin dann halt hierher gefahren, eine Stunde gebraucht, bin danach noch mal eine halbe Stunde weitergefahren, weil ich einfach so Lust hatte. Und irgendwann während des Fahrradfahrens, ja, also bei der letzten halben Stunde war es halt schon so spät, dass es halt ziemlich kalt war. Ich hatte keine Jacke, nur einen Pulli. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt hebst du deine Energie mal an, jetzt bist du mal nicht, jetzt hörst du mal auf, faul zu sein, sage ich mal so. Und aktivierst dich wieder, in Anführungszeichen, damit der nicht kalt ist und damit du halt ordentlich reinhauen kannst. Das kann ich auch nicht genau beschreiben. Manche Leute werden wissen, was ich damit meine, manche wiederum nicht. Und dann hatte ich plötzlich wieder also sehr, sehr viel Energie und konnte richtig reinhauen beim Fahrradfahren. Es war einfach so, ja, es ist einfach eine Schwingungserhöhung. Und das ist einfach den, da, die geistige Stärke, die dann wieder durchkommt, die man, also die Wahrscheinlichkeit, dass man die auf dem Rohkostreinigungsweg zeitweise verliert, die ist schon gegeben, da man diese ganze Stimulation und diese ganzen Drogen weglässt einfach und das sind so viele verschiedene Drogen, dass man halt eine Zeit lang unglücklich wird, sage ich mal, und dann nicht die psychische Energie aufbringen kann. Ja, seine natürlich mitgebrachte geistige Stärke auszudrücken, sage ich mal. Und ja, es ist dann halt schwierig, das wieder zurückzuerlangen. Und dann habe ich mich halt mal überwunden und habe mich dann extrem befreit gefühlt halt. Die geistige Stärke war da. Kein Bedürfnis mehr noch irgendwas gehabt. Ja, zu Hause angekommen, kein Hunger, kein Durst, fertig für den Tag. Das waren halt die Ernährung an dem Tag, in Anführungszeichen Ernährung, also ein Saft und den Weißkohl im Prinzip, nur um die Rückvergiftung ein bisschen zu stoppen. Und da habe ich auch gemerkt, ich kann jetzt die Entgiftung ein bisschen vorantreiben, indem ich mich halt weiter öffne beim Fahrradfahren. Also Fahrradfahren ist für mich eine sehr, 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 sehr gute Meditation. Ich liebe es einfach. Also Ausdauersport allgemein ist für mich die allerbeste Meditation. Aber es gilt nur für mich persönlich. Bei anderen kann ich es nicht sagen. Und da konnte ich mich dann halt wieder sehr, sehr gut öffnen. Hab dann gemerkt, dass ich dann sehr, sehr viel auf einmal entgifte plötzlich. Aber halt nicht mehr so viel da ist. Und auch nicht mehr so viel Widerstand im Körper da ist.
und auch von dem Geiste dann nicht mehr da ist, dass es einfach nicht schwerfällt, dieses Maß. Also es heißt, je mehr man entgiftet ist, desto schneller kann man entgiften. Deswegen kann reiner Körper auch mehr tolerieren, aber das ist keine Einladung dafür, dann halt wieder starkes Gift zu sich zu nehmen, weil auf Dauer oder schon nach wenigen Tagen rächt sich das und man fällt wieder zurück. Man sollte eher trainieren, diese geistige Befreitheit und Stärke, wie ich sie genannt habe, täglich zu üben, täglich aufrechtzuerhalten. Aber ja, nach diesen paar Tagen, die ich dann nicht gekocht habe, und nach diesen wenigen Wochen nach dem Umzug, wo ich halt eine immer reinere Ernährung halt wieder angenommen habe, ist es halt jetzt schon so, dass es einfach nach diesen paar Tagen Durchbruch einfach ist. Davor noch wie der Sklave des Hungers gewesen und jetzt wieder komplett befreit, kein Bedürfnis noch irgendwas, noch nicht mal nach Schlaf. Ich habe sonst die letzten Wochen regelmäßig bin ich um, weiß nicht, circa 10 Uhr eingeschlafen und um ja, 6 Uhr morgens oder sowas aufgewacht oder 5 Uhr. Ja, zwischen 10 und 12 Uhr nachts oder abends bin ich eingeschlafen. Und ja, jetzt ist es beim ersten Tag wäre so, wir haben gerade 4 Uhr nachts, keine Anzeichen von Müdigkeit. Nur den Saft getrunken, ein Drittel Weißkohl gegessen, anderthalb Stunden sehr, sehr gut Fahrrad gefahren. Obwohl ich halt 2 Jahre oder sowas keinen Sport mehr gemacht habe, konnte ich trotzdem anderthalb Stunden ohne Probleme durchfahren. Krafttraining sieht halt anders aus, da kriege ich halt sehr schnell Muskelkater. Auch wenn ich noch nicht mal irgendwie wirklich richtig trainiere oder so. Ja, deswegen mag ich Ausdauersport eigentlich auch lieber, weil ich da ja viel mehr Energie sammeln kann. Viel mehr Energie durchkriege und je länger ich fahre, desto mehr Energie habe ich einfach nur. Ja. Ich hatte dann halt schon so das leichte Bedürfnis, mich irgendwie zu erden, aber brauchte ich nicht wirklich. Also, ja. Also im Prinzip, ja, bin ich wieder befreit sozusagen, bin aber gerade am Anfang. Also mein Ziel ist es jetzt halt, die Rohkost oder die frutarische Kost aufrechtzuerhalten. Also dieser Drittel Weißkohl war halt nur zur Not, weil ich halt sonst überhaupt nichts mehr da hatte, auch keine Früchte mehr und ein Saft nicht ausgereicht hätte, da hab ich gedacht, dann lieber nix. Was hat aber dieser Weißkopf hat mir wirklich sehr, sehr gut getan in dem Moment. Und ja, jetzt werde ich wieder demnächst einkaufen und werde dann stattdessen dann halt ganze Früchte essen, die erden mich eigentlich schon genug. Und ja, gucken, wie es dann halt weitergeht. Aber diese reine Rohkost, also ohne Salz, ohne übermäßig Gewürze, ohne übermäßig Fette, ohne Fehlkombination, ohne allgemein übermäßig Essen. Das heißt einfach in erster Linie, ja, Licht sozusagen im übertragenen Sinne ist, damit meine ich aber halt allgemein Prana, also Prana-Kost, Dinge tun, die man liebt. Was von mir der Sport ist, das habe ich jetzt wieder für mich entdeckt. Das gibt einfach so viel Energie. Ich weiß nicht, warum ich damit aufgehört hatte. Also Luft draußen, Sonne, Bewegung und dann halt Säfte in erster Linie und in zweiter Linie ganze Früchte. Ansonsten halt mal hier und da, wo man gerade so Bock drauf hat. Solange es halt Rohkost ist, kann auch sein, dass ich halt mal ein oder zwei Rohkostriegel noch essen werde. Weil ich halt wirklich das Ziel habe, erstmal Rohkost und halt ja, möglichst so, dass halt mein Geist und mein Körper befreit bleibt. Ja, aber halt auch wieder starken Fokus auf den Geist legen, auf das Mentale, auf das Psychische und Seelische, das Spirituelle allgemein, das ist wohl der beste Begriff, um das zu beschreiben, um da halt die Energie halt herzuziehen. Und ja. Jetzt bin ich auch so weit, dass ich halt glücklich bin, wirklich glücklich bin mit dieser Rohkosternährung und nicht irgendwas hinterher trauere, unterbewusst, oder halt das und das noch ausprobieren möchte und das gekocht noch essen möchte. Das habe ich nämlich alles schon jetzt zu Genüge ausprobiert in den letzten 2 Jahren und halt auch gemerkt, dass ich das einfach nicht mehr will und dass es mir auch nichts mehr bringt. Also es mir wirklich nichts mehr bringt und ich kenne die Effekte genau, ist
zieht mich halt runter. Und das wollte ich auch noch eine Zeit lang. Jetzt will ich es einfach nicht mehr. Ich möchte es nicht mehr. Und jetzt, ja, ich habe das die ganze Zeit gegessen, diese gekochte Nahrung, weil ich das halt noch wollte. Jetzt will ich es halt nicht mehr. Ist halt alles gut. Und ja, jetzt bin ich halt deswegen auch wirklich glücklich mit der Rohkosternährung und deswegen ist es einfach nur mein Ziel, das aufrechtzuerhalten, diese Rohkost und sich auf spirituelle wieder zu fokussieren. Und ja, ich dachte halt eine Zeit lang, das wäre irgendwie Magie oder sowas, was einige sagen, indem ich halt mit dem Geist halt sehr stark fokussiere und ja, Dinge überwinde und so weiter. Aber ich glaube, das sind nur die Glaubenssätze von den anderen Leuten wieder. Und davon möchte ich mich auch wieder lösen und halt meinen Weg gehen. Und ja, mich halt nicht zurückhalten lassen von sowas, wo ich dann wieder drüber nachdenken muss, ist das jetzt falsch, dass ich das mache? Ist das jetzt irgendwie Magie? Und das dann irgendwie schlecht und halt nicht im Gottes Sinne irgendwie. Ist das dann wieder das Ego und so weiter? Und hat das im Endeffekt wieder schlechte Folgen, die es mit sich trägt? Und diese Gedanken hatte ich halt die ganze Zeit und das hat mal halt meine Energielevel runtergehalten. Dann war ich halt im Prinzip auf demselben Energieniveau wie der Durchschnittsmensch, sage ich mal. Aber ich habe, denke ich, in früheren Leben gelernt, schon, ja, habe ich schon sehr viel metaphysische Arbeit geleistet, so dass ich halt schon so weit bin, schon seit meiner Geburt. Und ich kenne auch einige oder etliche andere, die sogenannte neue Generation, die halt ähnlich da sind, halt eine hohe Eigenschwingung zu haben, eine hohe Eigenenergie zu haben, deswegen auch viel kompensieren können. Und das will ich jetzt momentan halt wieder aktivieren. Und das habe ich auch mit der Rohkost eine Zeit lang nicht geschafft. Ja, weil man halt so viel weggelassen hat, womit man sich medikamentiert hat und ja, den Geist halt bearbeitet hat, das alles wegzulassen, ist man halt schon erstmal unglücklich, wenn die ganzen Drogen weg sind, die man die ganze Zeit halt genommen hat. So wie wenn man halt ein Kind seine Bonbons klaut. Und da habe ich halt nicht noch die psychische Energie oder keine Lust gehabt, die psychische Energie Tag für Tag aufzuwenden, meine Energie halt aus meiner Eigenschwingung halt hoch genug zu halten. Und dann habe ich die halt, ja, dann habe ich die halt abgesenkt, damit ich halt wieder eine Komfortzone hatte. Das heißt, vorher hatte ich die ganze Zeit extreme psychische Energie gehabt, indem ich auch sehr viel trainiert hatte. Das erzeugte extrem viel Energie auch. Habe auch versucht, die tagsüber halt aufrechtzuerhalten, bis ich dann halt wieder gegessen habe. Dann wird die einfach zerstört. Und ja, dann war die Komfortzone da, das Essen, die Drogen. Dann kommt die Komfortzone weg. Und dann gehe ich halt in eine Komfortzone, indem ich, also halt in eine Zone, wo ich mich halt wohlfühle und geborgen fühle, indem ich halt meine Eigenenergie senke. Damit ich halt trotzdem noch irgendwie chillen kann, sozusagen. Und das bin ich halt dabei, dann jetzt wieder ja, umzukehren, weil ich jetzt halt glücklich bin mit der Rohkost und mit dem Prana. Damit bin ich halt komplett glücklich und brauche dann diese Komfortzone nicht mehr und möchte die dann halt jetzt dauerhaft durchbrechen. Und das hat dann, ja, Rohkost, also eine reine Rohkost oder vegetarische Rohkost, plus diesen spirituellen Aspekt hat dann wieder den Durchbruch gebracht, also eine Explosion. Das heißt, je mehr ich einfach Fahrrad fahre oder je mehr ich Sport mache, desto mehr Energie hatte ich auf Dauer einfach nur gekriegt. Und weil das halt Energie erzeugt. Gleichzeitig brauche ich wieder keinen Schlaf mehr, habe kein Bedürfnis nach irgendwas und fühle mich auch wieder körperlos und unendlich, aber noch nicht ganz unsterblich. Und das ist noch ein deutlicher Schritt weiter, den ich aber erstmal überhaupt nicht gehe. Diese unsterblich jetzt zu hatte, das ist halt ein Ziel für meinen, also bevor ich halt sterbe, will ich unsterblich werden, also habe ich halt noch ein bisschen Zeit, sag ich mal.